Wer von euch gestern schon im Hörsaal mit dabei war, weiß, was jetzt kommt mit Hans-Jürgen Bartsch. Wir blockieren. Wir blockieren Situationen, wir blockieren Beziehungen, wir blockieren uns selbst. Es geht um diesen chronischen Dauerstress, der ist eben gefährlich, giftig fürs Gehirn. Zum Beispiel im Hippocampus wird dann richtig Gewebe angegriffen und geschädigt. Wir haben diese Fähigkeit, uns selbst zu erkennen, jetzt im Moment bin ich das und das. Jetzt im Moment erfahre ich das und das. Das bewusste Wahrnehmen ist entscheidend dafür, dass wir Entscheidungsfreiheit haben und entsprechend verschiedene Optionen zur Handlung haben. Wir wollen nicht einfach so automatisch gesteuert sein. Buddhistische Praktiken wie Meditation und Nächstenliebe durchziehen unser Wochenende im Hörsaal. Lama Yeshe Sangmo hat ja gestern mit uns schon eine leichte Meditationsübung durchgespielt. Heute referiert sie weiter über Buddhismus-Schwierigkeiten im Alltag bewältigen. Und wir haben wieder die Psychologin und Hirnforscherin Dr. Britta Hölzel zu Gast, die sich aus wissenschaftlicher Sicht mit den Wirkungen in unseren Gehirnen befasst. Dann, wenn wir meditieren oder auch nicht meditieren. Beides hat ja Folgen, wie wir gestern schon aus ihrem Mund vernommen haben, und Britta Hölzel ist im Gegensatz zu Lama Yeshe Sangmo keine Buddhistin. Für sie hat Meditation gar nichts damit zu tun, abgesehen davon, dass sie in dieser Religion entwickelt wurde. Wenn wir es schaffen, jeden Tag etwa 25 Minuten lang zu meditieren, können wir uns so entstressen, dass sich bestimmte Regionen in unserem Gehirn positiv entwickeln. Im Kern geht es bei den verschiedensten Meditationsformen darum, unser Hirnorgan zu überlisten. Anders als wenn wir rasend schnell bewerten, wenn wir ein neues Gesicht zum ersten Mal sehen, sind wir beim Meditieren nur im Jetzt. Wir bewerten nicht mehr, wir lassen zu. By the way, wusstet ihr, dass wir uns ein festes Urteil über einen fremden Menschen schon in weniger als 100 Millisekunden machen? Alles ganz unbewusst, und dass wir hinterher diesen allerersten Eindruck fast gar nicht mehr korrigieren, obwohl er ganz schön falsch sein kann. Aber das sind andere wissenschaftliche Erkenntnisse, um die es hier jetzt nicht geht. Hier geht es um Eindrücke, die wir, wie gesagt, ganz im Gegenteil, unbewertet lassen. Lama Yeshe Sangmo ist von einem anderen Lama ausgebildet worden, seit 1985 von Lama Gendun Rinpoche. 1991 wurde sie Nonne und führte 3 Jahre lang sogenannte Retreats durch. Das ist jeweils ein völliger Rückzug aus dem Leben raus und rein in die Meditation. Heute unterrichtet sie in verschiedenen buddhistischen Einrichtungen und leitet seit 2005 das Dharma-Zentrum Möhra in Thüringen. Bei jedem von uns ist nichts fest. Hier treffen wir aufeinander und keiner von uns ist fest. Wir glauben das, wir behaupten das, wir tun so, als ob. Über die Meditation macht man die Erfahrung, es stimmt, was der Buddha sagt. Es ist prozesshaft. Offenheit, es bewegt sich, das wird man in der Meditation erfahren, und das nennen wir den Leerheit-Offenheitsaspekt von allem, was da ist. Ne? Im normalen Leben überspringen wir das, obwohl Sekunde auf Sekunde wir das sehen könnten, weil wir gehen mit dem Leben um, als ob es kontrollierbar wäre, sicher wäre und ich alles im Griff habe. Ne? Und der Moment, wo uns diese Kontrolle scheinbar entgleitet, die wir nie hatten, aber wo uns ins Bewusstsein eindringt, ich habe tatsächlich keine Kontrolle. Ich weiß nicht, wann ich sterbe, ich weiß nicht, ob ich krank werde, ich weiß nicht, ob morgen die Personen, die ich jetzt heute treffe, noch da sind. Es fließt, es bewegt sich. Und über die Meditation wird mir das bewusst, wird mir das klar, aber eigentlich lebe ich es ständig so. Das bringe ich mit ganz langsam auch in den Alltag. Es gibt da eine Geschichte, die kennt ihr wahrscheinlich, eine dieser Zen-Geschichten. Die unterrichten ja gern in Form von Geschichten. Man sitzt in seinem Boot, man hat das Boot schön poliert und richtig Mühe sich gegeben. Also dieses Boot ist wunderbar erarbeitet und gepflegt. Ich sitze im Boot und treibe auf dem Teich und ein Nebel kommt. Und plötzlich knallt es, ein anderes Boot ist in mich reingefahren. Was
wir normalerweise machen, ist Schuldzuweisung. Spinner, der hat nicht aufgepasst und ne, Ärger, kommt Ärger hoch. Dann sieht man, das Boot ist leer. Das Boot hat sich losgerissen irgendwo, ist leer und knallt in diesem Nebel auf Mainz. Ne? So ein bisschen ist das so ein Bild dafür, wir machen alles fest, wir suchen die Schuld im Außen. Und dabei sind bestimmte Bedingungen, die aufeinander kommen. Ne? Das Boot ist leer. Wir können uns öfter mal sagen, hier knallen wir aufeinander. Mein Boot ist leer und das andere Boot ist auch leer. Ne? Das ist illusionshaft, was da gerade abläuft. Aber das hilft nur, wenn man schon in der Meditation die Erfahrung gemacht hat, dass nichts so fest ist, wie es scheint. Ne? Dann hilft uns dieser Gesichtspunkt auch noch. Offenheit, Leerheit. Das ist ganz wichtig, das in den Alltag zu bringen. Darum geht's eigentlich. Meditation als Selbstzweck hat man Meditation nicht verstanden. Meditation sind Laborsituationen, Reizarmut, nicht die Reize ganz aussperren. Darum geht's auch nicht. Reizarmut, dass ich es wirklich voll erfahren, zu 100% dabei sein kann. So. Und die Erfahrungen, die ich mit mir mache, die übertrage ich dann auf den Alltag auch. Immer mal Momente, wenn ich an meinem Schreibtisch sitze, mal 100% dabei sein, wie geht's mir jetzt eigentlich, mein Körper, wie fühlt er sich an, mein Atem, wie fühlt er sich an, wie ist eigentlich mein Geisteszustand? Nicht 10 Stunden durch und dann hat man sogenannte Freizeit, das funktioniert nicht. Ich muss meinen Alltag durchbrechen. Diese Festigkeit oder den Glauben an die Festigkeit und Solidität des Alltags muss ich unterbrechen durch Momente, wo ich nach innen gehe. Und wenn es 2 Minuten sind, 1 Minute, wie fühlt sich mein Körper an? Welche Empfindungen habe ich gerade? Wie ist mein Atem? Der Atem ist ein wunderbarer Seismograph. Der ist nicht so fest wie der Körper und nicht so fein wie der Geist. Der ist die Verbindung dazwischen. Der Atem sagt mir viel über mich selbst. Es ist ganz wichtig, dass man vertraut wird mit dem eigenen Atem. Es gibt Menschen, die können nicht natürlich atmen. Wenn man mit denen zusammensitzt und meditiert, dann kriegen die Schwierigkeiten. Dann haben sie das Gefühl, sie müssen ihren Atem kontrollieren und können nicht loslassen und den Atem einfach nur fließen lassen, wie er natürlicherweise ist. Das ist die allererste Übung, die ihr machen solltet. Setzt euch hin und hört euren eigenen natürlichen Atem. Der eigene Atem ist jeden Tag anders. Morgens anders als mittags, mittags anders als abends und so weiter. Also, das ist dieses ganze Kapitel Achtsamkeit, Meditation. Vielleicht noch ein Hinweis. Wenn man das morgens macht, nach dem Aufstehen, 5 Minuten, nachdem man wach ist, nimmt man 5 Minuten, und macht genau das. Man hört erstmal auf seinen Atem. Wie ist mein Atem gerade? Welche Emotionen habe ich gerade? Welche Empfindung? Wie ist mein Geist? Ist er klar? Ist er dumpf? Da werden wir erstaunliche Erfahrungen machen. Wir werden sehen, wenn wir uns einlassen darauf, dass die Nacht manchmal sehr anstrengend ist. Ne? Wir wachen erschöpft auf oder mit einer Emotion auf. Oder mit Aufgeregtheit auf, oder mit Angst auf, oder mit Freude auf. In der Nacht ist was los. Diese 5 Minuten, der Übergang, Nacht, Tag, die bewusst zu machen, ist was ganz Entscheidendes, weil wir durchbrechen einen Kreislauf. Also einfach eine Bestandsaufnahme zu erfahren, nicht Intellekt, erfahren. Es geht immer um Erfahrung. Das zu erfahren, was da gerade ist, wird diesen Kreislauf durchbrechen. Sonst nehme ich die Schwierigkeiten der Nacht mit in den Tag. Abends genau das Gleiche. Einen Abschluss machen. Hinsetzen, bevor man einschläft, 5 Minuten, 10 Minuten oder länger. Manche nehmen 1 Stunde. Alles, das ganze Tagesgeschehen, wie es mich geprägt hat, was es bei mir in Gang gesetzt hat, erfahren, akzeptieren und wieder lassen. Dann kann ich in Schlaf gehen. Dadurch unterbreche ich, dass ich die Schwierigkeiten des Tages mit in die Nacht nehme, die Schwierigkeiten der Nacht mit in den Tag nehme. Und es wird immer enger, immer enger. Der Blick wird immer mehr zum Tunnelblick.
Ich gehe nicht in die Weite der Erfahrung, sondern werde immer enger. Also Meditation, wenn man so will, wenn man ein sinnvolles Leben führen will, ist aus meiner Sicht lebensnotwendig. Immer wieder in die Stille gehen damit, in die hundertprozentige Erfahrung. Der Buddha hat viele, viele Sutras darüber geschrieben. Das bekannteste ist sicherlich das Satipatthana Sutra. Das heißt, die Quintessenz davon ist, das habe ich eigentlich schon gesagt, alles 100% machen. Mit 100% Achtsamkeit die Erfahrung machen. Die sind der Schlüssel, die sind der Weisheitsschlüssel. Dann kommen wir in dieses tiefe Sehen, hier kommt die Weisheit mit rein. Hier kommen Erkenntnisse, ganz von alleine. Nicht denken, erfahren, über Erfahrung ist was anderes. Meditation ist Erfahrung, ist nicht denken. Nicht analysieren, nicht kontemplieren, nicht denken. Ganz simpel. So, das ist die eine Seite. Ich möchte gern noch was sagen zur anderen Seite. Liebe, Mitgefühl. Was wir entwickeln sollten, wenn wir schlau sind, wenn wir was aus unserem Leben machen, ist bedingungslose Freundlichkeit uns selbst gegenüber. Aber wirklich bedingungslos. Bedingungslose Liebe uns selbst gegenüber. Es ist nicht gemeint egozentrik. Das haben wir jetzt. Ein verfestigtes Selbst, was alles auf sich bezieht. Ne? Das verfestigte Selbst will immer gefüttert werden, das Beste kriegen und Unangenehmes vermeiden. Das ist immer dieses Angenehme her, Unangenehme hau ab. Das ist das verfestigte Selbst. Wir lockern das jetzt. Ne? Durch Achtsamkeit, Meditation lernen wir uns wirklich kennen. Nicht nur eine Idee von uns, sondern wirklich. Aha, aha, aha. Wir erfahren, lassen gehen, wir erfahren, lassen gehen. So, und dann, wenn ich mal einmal mich erlebt habe in meinem tiefen Hass, wenn ich Hass habe, Abneigung habe, wenn ich das mal zulasse, die volle Erfahrung von Hass und mal die Projektion wegnehme von dem scheinbaren Auslöser, komme zu mir zurück, ich gehe in die komplette Erfahrung vom Hass, ich könnte auch Gier, Neid, Eifersucht nehmen, ist egal, dann werde ich sehen, dass unter diesem Hass Angst ist. Ne? Keiner sieht mich, keiner gibt mir, was ich brauche. Ich bin ganz verloren. Und wie reagiere ich? Durch Attacke. Ne? Hass ist Attacke. Seht mich, hier, ich zwinge euch dazu. Ne? Hier. Andere machen das durch Depression. Das ist nach innen gerichtet. Der Hass nach innen gerichtet. Wenn ich mal einmal reingehe, 100% in diese Erfahrung, werde ich die tieferen Schichten darunter sehen. Die Angst vor Verlust und so weiter. Hier ist die Geburt des Mitgefühls. Und ich fange bei mir selber an. Ich sehe, dass unter meiner Gier, unter meiner Eifersucht, unter meinem Hass, unter meiner Dumpfheit, was immer ich auch nehme, ist Angst. Und wenn ich daran komme, das ist ein Schlüsselerlebnis. Dann kriege ich eine Weichheit mir selbst gegenüber. Ich stehe nicht mehr hinter mir, wie vielleicht früher meine Eltern oder irgendeine Respektsperson, die sagt, unterlass das, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Hier in der Meditation dürfen wir alles. Wir gehen völlig raus aus solchen Beschränkungen. Die Meditation ist Einladung, alles, alles darf auftauchen. Welche Facette auch immer in meinem Alaya-Bewusstsein oder in meiner Erfahrung ist, darf erfahren werden. Ich gehe nicht in Handlung. Das ist, wo ich aufpasse. Gesetz des Karmas. Handlung? Nein. Aber Erfahrung? Ja. Alles. Und über diese tiefen Erfahrungen, die ich mache, entschlüsseln sich die Wurzeln dieser ganzen Erfahrung, die Gründe, warum das so ist. Ich verstehe Menschsein und dann komme ich zur Liebe, weil ich bin an einer Quelle, wo ich sehe, dass da eigentlich eine tiefe Hilflosigkeit ist. Nicht mit sich in Kontakt sein mit den eigenen Qualitäten und dadurch eine große Angst. Und da ist die Liebe mit drin. Deshalb trainieren wir bedingungslose Freundlichkeit zu uns selbst.
Lerne ich die nicht mir selbst gegenüber, kann ich die auch anderen gegenüber nicht echt haben. Ist dann mehr eine Konvention vielleicht, eine konventionelle Freundlichkeit, weil man das so macht. Ne? Mehr oberflächliche Freundlichkeit. Wir wollen an die tiefe Freundlichkeit, die bedingungslose Freundlichkeit, die fundiert ist in der Erfahrung, Mensch, du hast Angst. Ne? Du attackierst mich gerade, aber du hast Angst. Ich hatte vor 2 Jahren hatte ich mal so ein Erlebnis. Und da hat mich jemand attackiert. Und zuerst kam bei mir auch Empörung, dass der mich attackiert. Abwehr. Und ich hatte schon Worte so. Ich hatte schon schlaue Worte, wie ich so, ich war schon so auf dem Angriffsritt. Und in dem Moment öffnete sich etwas bei mir und ich konnte die Angst der Person sehen. Der hat mich aus Angst attackiert. Und im Mund auföffnen kam was ganz anderes raus. Er kam nämlich raus, du hast ja Angst. Und die Attacke hörte sofort auf. Ne? Also wir hatten das Verhältnis, dass wir so direkt das sagen konnten. Die Attacke löste sich sofort auf bei ihm und bei mir jede Art von Gegenwehr oder Gegenattacke. Das ist eigentlich ein sehr schönes Erlebnis für beide. Man schämt sich erst ein bisschen, derjenige, der erwischt wird, schämt sich erst ein bisschen, aber dann ist es ein ganz wunderbares Erlebnis. Man teilt da diese grundsätzliche Freundlichkeit miteinander und was Schöneres gibt es eigentlich nicht. Das ist eine wunderbare Art von Liebe. Es ist eine Art von Liebe, die keine Bedingungen hat. Die will nichts aufbauen hinterher darauf. Die ist einfach da. Ne? Und diese bedingungslose Freundlichkeit uns selbst gegenüber, alles ist in der Erfahrung erlaubt. Ich bin natürlich intelligent mit meinen Erfahrungen. Alles, was wir in unserem Geist geben, macht was mit uns. Sagen wir mal, ich gucke jeden Abend Horrorfilme. Wird das was mit mir machen? Ne? Oder ich habe die starke Gewohnheit, jeden Abend Streit. Ne? Es gibt ja Familien oder Gruppen, wo jeden Tag Streit ist. Ne? Das sind dann Angewohnheiten. Alle sind im Lärmpegel doppelt so hoch und schreien nur. Auch wenn nichts Besonderes ist, ist die Gewohnheit da, schreien, offensiv ran und so weiter und so weiter. Das macht natürlich was mit unserem Geist. Wir müssen gleichzeitig auch daran arbeiten, dass wir sehen, wenn ich solche Verhaltensmuster weitermache, schädige ich meinen Geist. Da muss ich aufhören mit, da muss ich meinen Stopp setzen. Das kommt aber, indem ich in Meditation sehe und was das eigentlich bewirkt. Ich hatte neulich mal, war ich auch zum Unterrichten und auf der Zugfahrt zurück habe ich Musik gehört. Ganz oft dasselbe Lied. Das ging mir tagelang nicht aus dem Kopf. Ich könnte es jetzt sogar singen. Ne? Und sonst bin ich niemand, der viel so Fernsehen gar nicht. Ich höre auch sonst keine Musik. Da ist mir wieder aufgefallen, was das alles mit uns macht. Ne? Alles macht was mit uns. Und wir müssen erkennen, Gewohnheiten, die ganz stark sind und uns schädigen, da müssen wir wirklich Stopp sagen. Hier, das nicht mehr. Das schädigt mich. Ne? Weil diese Gewohnheiten, die ich immer wieder neu nachlade, hindern mich in der Tiefe dran, die Erfahrungen zu machen, die mit dem Alaya-Bewusstsein zu tun haben. Die feineren Sachen. Ich bleibe auf der groben Ebene stehen. Der Trungpa Rinpoche hat dazu mal gesagt, wir müssen uns kennenlernen in all unserer Herrlichkeit und Erbärmlichkeit. Und da ist eigentlich alles drin. Wir sind herrlich und wir sind erbärmlich und alles dazwischen. Und alles darf sein. Nichts ist davon überflüssig oder alles hat eine Aussage. Alles führt uns weiter, wenn wir es zulassen, aber nicht klebrig sind damit. Was gehört in den Bereich Erfahrung? Erfahren bedeutet, da ist keinerlei Bewertung drin. Ne? Gucken wir uns mal, was ist Erfahren? Erfahren ist, wenn wir uns zurück erinnern als Kinder, da haben wir erfahren ohne Bewertung, ne? Als kleine Kinder. Ne? Da hat man einfach erfahren. So ist das im Schlamm rumzulaufen. Ne? Man erfährt, man macht es und erfährt es. Da gehen wir hin. Es sind keine Bewertungen drin. Das heißt, keine Urteile drüber. Schlecht, nicht gut, besser, toll. Ne? Weil das wäre jetzt wieder Denken. Ne? Das ist die Beurteilung. Es ist vorbegrifflich. Erfahren
Und echte Meditation ist genau das. Es ist, bevor wir überhaupt den Gedanken haben, habe ich schon erfahren, sagen wir mal, Freude ist. Ne? Ich wach morgens auf und das Bewusstsein wird klar wieder. Das Tagesbewusstsein ist da. Oh, Freude. Ne? So, jetzt gehe ich nicht in Erforschen, warum. Sondern ich bleibe bei dieser vorbegrifflich. Vorbegrifflich heißt keine Worte für finden, nicht denken. Ich bleibe bei dieser nicht wertenden, vorbegrifflichen Erfahrung. So lange, wie sie da sein möchte. Dann geht sie weg, ne, wie alles weggeht. Und da muss ich aufpassen, weil Freude hat man ja gern so ein bisschen länger, ne, wird auch ein bisschen klebrig. Ne, und ist man auch schnell dabei, wie waren die Bedingungen, dass die Freude da entstanden ist? Wie kann ich die Bedingungen wieder herstellen? Wie kann ich das halten, dass linear immer besser wird? Ne, die nie wieder weggeht, immer besser. Ne. Also jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht dran klebe. Das ist die zweite Hürde. Die erste Hürde ist, dass ich was bewerte, was ich erfahre. Dann bin ich schon im Denken, bin ich raus aus der Erfahrung. Das ist ganz klar. Ich erfahre dann nicht mehr. Wenn ich denke, bin ich raus aus der Erfahrung. Bin ich raus aus dem Jetzt. Ne? Jetzt ist ganz unmittelbar, was gerade auftaucht, 1:1 erfahren. Wenn ich das beurteile, oh, interessante Erfahrung, bin ich raus da. Bin ich im Denken? Bin ich nicht mehr im Jetzt? So präzise ist das. Ne? Natürlich, wenn wir üben, geht es hin und her. Ne? Es geht hin und her. Später als erfahrene Praktizierer bleiben wir einfach in der Erfahrung. Freude. Idealerweise auch, wenn sie geht, kein, oh, so ein Mist, ne? Jetzt kommt der Alltag wieder. Ne? Wir versuchen da nicht dran zu kleben und lassen auch diese Erfahrung gehen. Und die nächste darf wieder kommen. Also Erfahrung oder im Jetzt sein heißt kein Werturteil darüber. Egal, ob es angenehm, unangenehm oder sonst was ist. Schlecht, gut, völlig uninteressant. Wollen wir an Weisheit kommen, müssen wir diese Beurteilung aufgeben. Natürlich im Alltag kommen andere Arten von Beurteilung wieder mit rein. Es geht jetzt um Meditationserfahrung. Ne? Da geben wir diese Beurteilung auf. Alles ist erlaubt. Bedingungslose Freundlichkeit und Akzeptanz. Zeig dich in allen Facetten. Ich erfahre mich in allen Facetten. Dadurch ist die Weisheit aktiviert, die unser Zuhause ist. Ne? Also erfahren ist nicht begrifflich. Also man nennt es nicht, man beurteilt es nicht. Es ist komplett im Jetzt, völlig im Jetzt. Der Buddha sagt, es reicht aus, dass du 100% im Jetzt bist. Alles wird sich entschlüsseln. Und es stimmt. Und diese Akzeptanz. Jetzt kommt die Liebe und Mitgefühl, sonst kommt das nicht. Wenn ich nicht die volle Akzeptanz habe, alles darf auftauchen, auch die fiesesten Seiten von mir werden erfahren, in irgendeiner Art mit Akzeptanz erfahren, okay, es wird ein Schlüssel sein für Erkenntnisse, das Ganze. Wenn ich diese Akzeptanz nicht habe, werde ich es nicht erfahren, weil der Geist macht vorher schon zu. Der blockiert das, diese Erfahrung. Wir verhalten uns manchmal zweigleisig, oder es ist zweigleisig, was wir im Inneren haben und was wir im Äußeren zeigen, manchmal. Ist manchmal zweigleisig, kann zweigleisig sein. Das heißt, ich kann erkennen, hier mein Konkurrent, ne, der sich da so breit macht, hat im Grunde Angst. Ne? Die Angst, wenn ich mich öffne, werde ich überall sehen im Verhalten der Leute. Ist fast immer Angst. Ne? Der hat Angst. Trotzdem werde ich mich unter Umständen ganz klar verhalten. Ne? Also ich werde dem nicht alles geben deshalb. Ich werde mich abgrenzen dem gegenüber. Aber ich werde es anders machen, wenn ich es durchschaut habe. Und nicht selbst, weil er konkurriert, das bei mir auch getriggert ist und ich mache das Gleiche. Ne? Sondern ich habe von innen her eine weiche Haltung dazu, eine durchschauende Haltung. Es kann die im Außen dieselbe Handlung sein, aber es kommt anders rüber, energetisch anders rüber. Ne? Und das stelle ich bei mir immer selber fest. Ich kenne ja den ganzen Laden, ne? Und ich kann es manchmal befolgen und manchmal nicht. Ich sehe das zum Beispiel bei uns im Team. Wenn ich irgendwie geladen bin,
Selbst wenn ich nach außen hin feine Worte finde und niemand beleidige, aber ich sitze da mit der Energie, das kriegen die anderen sofort mit. Andersrum sage ich manchmal ein hartes Wort vielleicht, aber meine Energie ist tatsächlich mitfühlend und ich sehe die Schwierigkeiten des anderen, aber ich habe das Gefühl, das muss jetzt gesagt werden, wird das angenommen oft. Es ist immer auch das Energetische da drin. Wenn man selber es für sich gelöst hat, kann man andere Worte nutzen, als wenn man es für sich nicht gelöst hat. Manchmal braucht man eine Weile, bis sich das dann einspielt und der andere schließlich merkt, ich bin grundsätzlich wohlwollend. Na, gucken wir mal, was wir damit machen. Es kann erstmal das Gegenteil kommen, das ist richtig. Der andere spürt, wow, die ist aber ganz schön stark, da muss ich nochmal nachsetzen. Na? Aber in längerer Hinsicht wird sich dieses Wohlwollende, was da im Kern ist, auswirken. Die Lösung ist im Innern große Offenheit und im Außen eine angemessene Haltung. Die kann manchmal auch zornvoll sein. Ne? Buddha-Aktivitäten sind friedvoll, zornvoll, aber aus Liebe heraus. Ne? Zornvoll nur, wenn Liebe da ist. Sonst geht zornvoll nicht. Muss man zurück. Also, friedvoll, zornvoll, verführerisch, manche muss man verführen, hilft nichts. Da wirkt kein Zorn, da wirkt nichts Friedvolles, die muss man einfach verführen. Und manche muss man bestechen, das ist das Vermehrende. Ne? Den muss man Geschenke machen, dem muss man einen Platz geben, dem muss man ganz viel geben, damit die sich öffnen können. Wir haben Vorstellungen von Gerechtigkeit, richtig und falsch. Sagen wir mal, 100 Leute empfinden genau wie du, ne? Und nur diese eine Person nicht, ne? Sagen wir mal, alle bestätigen, ich bin richtig in meinem Urteil. Es bringt uns trotzdem nicht weiter. Nochmal einen Schritt tiefer gehen. Nochmal tiefer in die Person, in diesen Auslöser zu gucken, was ist mit ihm los? Ne? Nicht stehen bleiben bei einer ziemlich oberflächlichen Gerechtigkeit. Das wäre wieder, ich habe nur gedacht, nur im Intellekt durchdrungen, nicht wirklich tief gesehen. Wir sprechen hier vom tiefen Sehen, was über die Erfahrung wieder und wieder und wieder üben, die Achtsamkeit und Gewahrsein ins Leben zu bringen und mich selbst immer mehr zu erkennen und mich selbst immer mehr zu öffnen für diese bedingungslose Freundlichkeit. Und dann kann ich die auch auf andere übertragen. Es ist schon ein tieferer Schritt als nur Gerechtigkeit in dem Sinne, wie wir das sonst verstehen. Es kann künstlich im Kopf sein, ne? Dass man irgendwie meint, man sei schon weiter, als man ist und stellt sich drüber. Und das andere ist, man kann es als Methode nehmen, um seine Ruhe zu haben. Beides ist nicht gemeint. Es ist ein tiefes Durchdringen gemeint tatsächlich und das muss man bei sich selbst machen. Erstmal anfangen. Dann kann ich es auch bei anderen. Die Erfahrung, ich kann euch das erzählen, ich habe das am Beispiel mit Fehlern gemacht, Fehler, die ich bei der Erziehung meiner Tochter gemacht habe. Punkte, wo ich sie vernachlässigt habe, ohne es damals zu sehen. Ne? Also das waren schon gravierende Sachen. Und da mit mir selbst tiefes Mitgefühl zu kriegen, nicht nur mit ihr. Mit ihr habe ich angefangen, Mitgefühl zu kriegen. Und dann aber bin ich eigentlich an Mitgefühl für mich selber gekommen. Weil ich habe es nicht besser gekonnt. Ne? Darüber kommt man an dieses bedingungslose Mitgefühl mit sich selbst und dann kann man noch mal eine Schicht tiefer gehen mit dem anderen. Es ist nichts Oberflächliches, es ist was sehr Tiefes, was Zeit braucht. Und man muss da, genau wie in Achtsamkeit Gewahrsein, Meditation, muss man Zeit investieren, üben und genauso diese bedingungslose Freundlichkeit sich selbst gegenüber muss man auch üben. Ne? Immer wieder beobachtet euch mal, wie schnell ihr euch verurteilt. Ach, Versager, Mist gebaut und krieg sowieso nicht hin. Ne? Da passt auf, abbrechen. Ne? Es wahrnehmen, was da auftaucht und ein paar Mal bewusst durchexerzieren, wie man sich selber fertig macht oder verurteilt. Ein paar Mal das durchspielen und dann, wenn man das Ding kennt, abbrechen. Dieses Verhaltensmuster nicht mehr mitmachen bei sich selber. Das ist nicht bedingungslose Freundlichkeit. Aber erstmal muss ich es erleben, dass ich weiß, oh, ich habe das Muster. Es läuft was schief und ich fange an, mich zu bestrafen. Ne?
auf diese Art oder diese Art. Das macht jeder ein bisschen unterschiedlich. Meditation ist Enttäuschung, sagte Lama Sangmo. Täuschen wir uns wirklich, Frau Dr. Hölzel? Müssen wir Angst haben, dass dieses Monster, von dem sie da spricht, in uns und in der Meditation irgendwie rausgekrochen kommt und uns schockiert? Es gibt sicher immer solche Momente in der Meditation und es ist schön und wichtig, da wirklich diese Offenheit weiter zu bewahren und sich mutig all dem zu stellen, was man da sieht. Das ist aber auch eben die ganz große Chance, dass wir erkennen, wie wenig wir oft von der Situation ganz klar sehen, wenn wir so im Alltagsmodus unterwegs sind. Denn unsere Erwartungen, die färben unseren Blick ja dauernd ein. Und wenn man das trainiert, mit weniger von diesen Erwartungen im Hinterkopf zu schauen, sondern sich einfach immer wieder offen macht, dafür die Erfahrung im Hier und Jetzt zu sehen, dann entdeckt man Neues und vielleicht Sachen, die man noch nicht entdeckt hat. Und das kann Schönes und Schwieriges sein. Und das ist aber auch das Spannende an dem Prozess. Also das muss ich aushalten, das Traurige oder für mich Schockierende, Enttäuschende, und muss irgendwie weitermachen mit der Meditation. Nein, so würde ich es nicht formulieren. Ich würde sagen, was dann angebracht ist, ist eine ganz große Portion Selbstmitgefühl. Und das ist die wichtige Haltung in der Meditation. Eben dieses liebevoll, freundlich, mitfühlende mit mir selbst. Und das ist auch eine Haltung, die erstmal trainiert werden muss innerlich. Also wie kann ich mit diesen schwierigen Erfahrungen in einen anderen Kontakt gehen? Und da geht gerade so die Achtsamkeitspraxis im klinischen Bereich auch sehr stark dahin, Mitgefühl auch mit sich selbst zu stärken. Und wenn wir Meditationsanweisungen geben, dann ist die Anweisung nicht, also das jetzt mit Zähne zusammenbeißen durchzusitzen, sondern es geht darum, sich sachte und freundlich daran anzunähern, aber auch nur so viel davon sich anzuschauen, wie jetzt in dem Moment eben sich stimmig anfühlt, und dann aber auch sich wieder in sicherere Bereiche zurückzunehmen, zu stabilisieren. Das heißt, ich soll ein bisschen gnädig zu mir selber sein. Ganz genau. Und rücksichtsvoll. Lama Sangmo spricht aber auch von der Nächstenliebe. Das scheint ihr sehr, sehr wichtig zu sein, dieses Mitgefühl für sich, auch für andere zu entwickeln. Sie sagt sogar den Satz, Meditation nützt nichts, wenn ich nicht eine gute Portion Nächstenliebe auch in mir spüre und nach außen trage. Was sagt die Wissenschaftlerin dazu? Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das als Wissenschaftlerin beantworten möchte oder kann. Es ist recht offensichtlich, dass wir Mitgefühl in der Welt brauchen. Und vielleicht als Wissenschaftlerin würde ich sagen, es ist notwendig, dass man diese innere Haltung trainiert, auch an sich selber erstmal trainiert, um sie dann ins Außen tragen zu können. Also ich würde da absolut zustimmen. Und wir kennen aber auch Menschen, die haben Sie erlebt, ich auch, die nicht Nein sagen können. Gerade aus der Psychologie weiß man das ja, die, wenn sie gefragt werden, dem Nächsten immer helfen wollen, verspüren, ich muss denen helfen. Wie kriege ich denn da die Grenze hin? Wo spüre ich, hier kommt jetzt zu viel Nächstenliebe auf, hier muss ich diese Energieräuber, die mich da ständig nerven, die an meinem Rock zerren und zurren, irgendwie abstoßen. Gibt es da einen Ratschlag von Ihnen? Wo ist die Grenze? Das ist ein guter Punkt. Das ist so ein völlig falsch verstandenes Mitgefühl. Ich finde da die Forschung von Tanja Singer sehr wegweisend. Sie unterscheidet zwischen Empathie und Compassion. Das eine wäre also einfach das mitzufühlen, wie der andere fühlt, in dieses Gefühl reinzugehen und sich überschwemmen zu lassen. Dann gibt es häufig dieses Erschöpfung, die Sie jetzt angesprochen haben, wenn man einfach sich ausgepowert hat, wenn man seine eigenen Grenzen überschritten hat. Compassion auf der anderen Seite, also das wirkliche, richtige Mitgefühl, so wie es gemeint ist, hat damit zu tun, dass man einen inneren Impuls spürt, helfen zu wollen, dass man sich aber nicht in diesen ganzen Schlamassel mit reinziehen lässt. Also es gibt da wirklich eine Differenzierung, die sehr wichtig ist und die sehr schön erforscht wird jetzt durch die Arbeit von Tanja Singer in Leipzig. Genau um diese Erkenntnisse geht es. Wo kann ich nicht bedingungslos freundlich mit mir sein? Da habe ich es noch nicht tief genug durchdrungen, was da wirklich die Ursache ist von meinem Verhalten. Wir haben alle Muster. Die Muster sind Oberfläche.
Wir fangen erstmal an und erfahren unsere Muster. Das ist alles noch Oberfläche. Ob Selbstmitleid die Oberfläche ist oder Selbstbeschuldigung oder Stolz oder grundsätzlich die Schuld bei anderen suchen, bloß nie bei mir. Das sind alles nur Verhaltensmuster. Verhaltensmuster ist Oberfläche. Wir wollen auch die anderen beurteilen wir aufgrund der Verhaltensmuster, das heißt aufgrund von Oberfläche. Wir sind nicht wirklich in Kontakt, weder mit uns selbst in der Tiefe noch mit den anderen. Ne? Guckt auch mal in euren engen Beziehungen. Ist auch interessant. Ich hatte ja nun auch enge Beziehungen, ich kenne das Gebiet. Und es ist wirklich interessant, wie oft man auf der Oberfläche stehen bleibt. Und da sind wir wieder bei uns selbst. Ich muss wieder gucken, aha, was ist denn unter der Oberfläche, sagen wir mal, Selbstmitleid? Vielleicht habe ich das Muster Selbstmitleid. Was ist denn da drunter noch? Was ist da drunter? Und jetzt bin ich wieder bei der Angst. Wir haben alle Angst. Wir haben alle Angst. Letzten Endes ist es die Angst, dass wir nicht existieren, die berechtigt ist. So in der Art, wie wir denken, dass wir existieren, existieren wir wirklich nicht. Es ist tiefgründig, das Ganze, ne? Aber es ist gut, genauso anzusetzen, ne? Genauso zu hinterfragen, ne? Also Finger rein und wirklich hinterfragen, nicht nur schlucken, sondern das nehmen und gucken auf das eigene Leben und was kann man nicht. Und dann lässt man es erstmal so. Das meinte ich vorhin, als ich dies Aber einschob, man muss auch sehen, was man in den Geist gibt und es kann tatsächlich manchmal zu viel sein, ne? Das kann tatsächlich eine Situation, die einen permanent in Lebensumstände bringt, die der eigenen Entwicklung nicht förderlich sind, in dem Sinne, wie wir es heute Abend besprochen haben, dann muss man unter Umständen mal Konsequenzen ziehen und sich was anderes suchen. Das kann durchaus sein. Ich habe das in meinem Leben gemacht. Also als ich gesehen habe, die Bedingungen, denen ich war, die sind jetzt nicht mehr förderlich, habe ich was geändert. Das muss jeder für sich selbst sehen. Ne? Aber das ist wahr, man kann nicht bedingungslos Reize in den eigenen Geist gehen, weil schon allein die normale Gesellschaft fördert nicht unbedingt diese Ansätze, die wir jetzt hier uns heute angeguckt haben. Achtsamkeit, Liebe und Mitgefühl in allem drin. Ich meine, ne, es geht eher, Geiz ist geil und was weiß ich nicht alles. Also schon da sind wir eher eine Minderheit von Leuten, die sowas umsetzen. Ne? Und manchmal muss man tatsächlich die äußere Situation auch ändern. Es hilft nichts. So lernen wir, damit umzugehen. Aber natürlich verhalten wir uns ja auch anderen gegenüber. Ne? Wir lernen beides. Erstmal lernen wir die Projektion vom anderen wegnehmen und gucken, was bei uns passiert. Ganz klar. Aber wir lernen auch einen geschickten Umgang mit dem anderen. Das gehört dazu. Ja, bedingungslose Freundlichkeit. Wenn er das mal mit nach Hause nehmt, ne? Und immer mal guckt, wo das hakt. Nehmt das wirklich mal als Übung. Ne? Achtsamkeit als Übung nehmen, also Meditation, Achtsamkeit, mehr dabei sein im eigenen Leben, voll dabei sein im eigenen Leben, Mut, dazu braucht es Mut. Ne? Und Probleme, guckt euch auch mal an, was ihr als Probleme definiert. Ne? Sind es wirklich Probleme? Oder ist es einfach etwas, was man auch neutral behandeln kann, wo man Grenzen erweitern kann? Ja, vielleicht gucken wir noch mal kurz, das ist jetzt noch ein anderer Hinweis. Wir haben ja die Parameters, die 6 Parameters. Das sind die befreienden Qualitäten. Worum geht es eigentlich in unserem Alltag noch? Also wir haben Achtsamkeit, wir haben Mitgefühl, diese beiden Sachen, also weich werden auch in harten Situationen. Man kann trotzdem nach außen durchaus klar und hart seine Meinung vertreten, aber weich im Innern. Ne? Das öffnet das Ganze. Das ist unglaublich, was das befriedet. Wenn man weich ist in der Erfahrung, da kann man ruhig mal ein hartes Wort nehmen. Funktioniert wunderbar, das weiß ich aus meinem eigenen Leben. Ja, gucken wir mal die Parameter nochmal an. Was empfiehlt uns der Buddha zu üben im Alltag? Neben diesen beiden grundsätzlichen Sachen, das sind die Pfeiler, wirklich. Das sind die Pfeiler. Eine Freundlichkeit ohne Ausnahmen mir selbst gegenüber und dann kommt nach und nach die Freundlichkeit auch den anderen gegenüber. Es ist wirklich, wirklich, wirklich ein Pfeiler. Und die Achtsamkeit dabei sein in unserem eigenen Leben ist natürlich ein Pfeiler. Das ist offensichtlich. Wenn ich nicht mitkriege, immer raus bin aus dem Jetzt,
erfahre ich die Realität nicht, wie sie ist, sondern folge einem Bild, einem Konzept von Wirklichkeit. Ne? Es reicht tatsächlich aus, wie der Buddha sagt, ich gehe von Erfahrung in Erfahrung in Erfahrung in Erfahrung. Ich brauche nicht denken, analysieren, ich brauche das alles nicht. Die Erfahrung entschlüsselt. In der Erfahrung jetzt ist die Vergangenheit und die Zukunft und die Gegenwart. Alles ist da drin. Ne? Das ist komplett. Und springe ich raus, indem ich es bewerte oder mir Gedanken mache, du musst einfach wissen, jetzt denke ich, ich bin nicht mehr in der Erfahrung, ich bin nicht mehr im Jetzt. Ich kreise drumherum, aber bin nicht mehr da drin. Was sagt er uns noch, was hilfreich ist? Also neben diesen beiden Sachen, er sagt uns noch Großzügigkeit. Bring Großzügigkeit, ist auch etwas von Liebe, ne? Großzügigkeit ins Leben bringen. Großzügigkeit allen gegenüber, mir selbst und allen gegenüber, immer die großzügige Seite wählen. Ne? Also, wir praktizieren im Grunde Loslassen damit. Ne? Wenn ich großzügig den anderen gegenüber bin, dann tue ich mir selbst den größten Gefallen, weil ich lasse meine enge Vorstellung los. Meins, ich muss kriegen, festhalten, es könnte ja nochmal Reserveteil und hier nochmal ein Reserveteil, das könnte ich alles noch gebrauchen, ne? Vollfüllen, alles meins. Ne? Und mal sehen, wenn dann noch was übrig ist, gebe ich noch was ab. Nee, ich bin großzügig, ne? Auch mir selbst gegenüber, allen großzügig. Das ist Loslassen üben. Das ist Anhaften loslassen. Ne? Großzügigkeit ist ziemlich entscheidend. Es gibt da eine Geschichte, Buddha traf da auf einen Menschen, der war sowas von geizig. Also der hat dem anderen noch nicht mal einen reinen Atemzug gegönnt. Mit dem hat er angefangen, woran hängst du denn? Naja, dann hat er irgendwas genommen, sagen wir mal eine Apfelsine. Konnte er noch nicht mehr hergeben. Eine Apfelsine konnte er nicht abgeben. Dann hat er gesagt, okay, dann gib die Apfelsine mal von der rechten Hand in die linke. Das ist Loslassen. So, jetzt spür mal nach, wie das ist. Jetzt von der linken in die rechte. Das ist Loslassen. Ne? So simpel müssen wir das auch machen. Richtig wie das kleine Eimer eins des Gebens lernen, der Großzügigkeit lernen. Dem anderen Platz lassen, dem anderen materiell was geben. Ne? Großzügigkeit hilft uns, loslassen, frei zu werden. Es ist eine Hilfe für den anderen und für uns. Das Zweite, was er sagt, Disziplin. Was ist da? Disziplin wird manchmal mit ethischem Verhalten übersetzt. Wir üben uns im Nicht-Verletzen von anderen. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu dem Beispiel. Wenn ich innerlich eine Art Verständnis und Liebe habe, kann ich harte Worte nehmen und ich werde den anderen nicht verletzen dadurch, nicht wirklich. Ich kann süße, säuselnde Worte nehmen mit einer harten Haltung, da werde ich den anderen verletzen. Ne? Disziplin oder ethisches Verhalten ist an erster Stelle niemand verletzen, auch nicht mich selber. Wir fangen immer bei uns selbst an. Wir verletzen uns ganz oft in Beziehungen. Wir verletzen uns so viel in Beziehungen auch, uns selber. Guckt euch das Thema an, wo verletze ich mich? Wo habe ich Verhaltensweisen, die mich verletzen? Die muss ich unterlassen, die muss ich erkennen und unterlassen. Und bei anderen auch. Ne? Das ist das ethische Verhalten. Geduld ist das Dritte. Wir sind alle rastlos. Wir sind total rastlos. Immer, ne, das ist, was die aktive Faulheit manchmal genannt wird. Ne? Immer aktiv, rastlos, überall hin. Und die Faulheit ist im Erkenntnissen über uns selbst und in Veränderungen über uns selbst. Das ist die Faulheit. Super aktiv, immer in Action, immer dabei. Und wenn wir hier sind, dann denken wir, oh, lieber da, da ist doch noch besser. Wenn wir da sind, denken wir auch, da hinten ist noch besser. Und wenn wir uns mit der Person verabreden, na, vielleicht hätte ich die doch lieber. Und so weiter. Ne? Diese Rastlosigkeit. Geduld ist, die Rastlosigkeit zu erfahren, uns selbst gegenüber. Geht rein in die Erfahrung unserer Rastlosigkeit, unser, was immer da auftaucht. Das ist Geduld. Geduld mit uns selber ist auch diese bedingungslose Freundlichkeit. Was immer in uns auftaucht, welche Facette, ich erfahre sie, ich nehme sie an. Das wird die Weisheit.
weiterentwickeln in mir oder zutage treten. Geduld. Neben den äußerlichen anderen Sachen, da brauche ich nicht von reden. Ne? Dann das vierte ist freudiger, wie wird es übersetzt, Enthusiasmus, glaube ich. Begeisterung. Hm? Oder freudige Anstrengung wird es oft übersetzt. Freudige Anstrengung, was ist das denn? Wir lassen unseren Perfektionismus los. Wir blockieren uns oft mit unserem Perfektionismus. Ne? Dann, wir wollen das super toll alles haben, anstatt einfach nur irgendwie wie Kinder, ja, machen wir, ne? Ja, machen wir. Einer sagt was, ja, oh klar, machen wir. Ne? Das ist das Erfrischende bei Kindern, das macht so Spaß mit Kindern. Ne? Man schlägt was vor, manchmal hört man allerdings, nö, aber oft auch ja, ne? Und einfach los, ne? Und gar nicht überlegt, oh, das kriege ich nicht hin und das nein und da sind die Bedingungen nicht und dann fange ich gar nicht erst an. Ne? Manche praktizieren nicht Meditation, fangen gar nicht erst an, weil die Bedingungen nicht da sind. Jetzt habe ich nur noch 10 Minuten und dann das noch. Nee, fange ich gar nicht erst an. Nein, freudige Anstrengung ist rein in das Denk. Kein Perfektionismus, rein, machen. Ne? Das ist freudige Anstrengung. Also wir verbinden uns mit dem lebendigen Moment. Ne? Ob das nun ein super Ergebnis hat oder nicht, ist doch egal. Ne? Wir gehen rein. Ich habe was kapiert, ich mach's. So, fertig. Muss nicht perfekt sein. Der Perfektionismus hindert uns anzufangen. Was ist ein Perfektionismus? Perfektionismus ist Angst. Wenn ich perfekt bin, kann mir keiner. Ne? Wenn ich alles super perfekt mache, da stehe ich da, ja, na versuch doch mal, ne? Versuch doch mal einen Schwachpunkt zu finden. Läuft schon auf, ich weiß, es ist perfekt. Ne? Das ist Angst, ja. Fehler sind Fortschritt, Fehler ist Mut. Ne? Ich meine, ich bin natürlich blöd, wenn ich immer wieder und wieder denselben Fehler mache. Das ist nicht gemeint, ne? Das ist Dummheit, ne? Aber improvisieren und reingehen und dann erkennen, nö, das war's jetzt nicht, mache ich mal nicht, ist wunderbar. Alles in Ordnung. Ganz genau. Ja. So, dann haben wir, also das ist jetzt das fünfte, Meditation. Jetzt sind wir wieder beim Ursprung. Ne? Natürlich, Meditation brauchen wir einfach für unsere Entwicklung. Dieses Innehalten, dieses Mitkriegen, was abläuft, komplett im Jetzt, komplett bewusst. Diese Fähigkeit, wo wir eingangs angefangen haben, die Shishin. Ich bin mir bewusst, was abläuft. Und dieses Drenpa, ich kann üben. Ich kann üben in dem Sinne, das führt immer zu Leid, was ich hier mache. Ich muss üben, dass ich das nicht mehr mache. Oder im Positiven, wow, das ist hilfreich. Für mich und für alle. Das muss ich weiter üben. Im positiven Sinne. Das eine unterlassen und das andere verstärken. Ne? Also, Meditation ist der Schlüssel dafür. Das letzte der 6 Parameter oder der befreienden Qualitäten ist Prajna auf Sanskrit. Das heißt, das ist Weisheit. Hier haben wir eigentlich schon Ergebnisse. Ne? Über diese Sachen, wenn wir die trainieren in unserem Leben, kommen wir zu Weisheit. Weil Weisheit ist unsere Grundnatur. Und das ist das vielleicht das Schlusswort für den Abend. Weisheit ist unsere Grundnatur. Ne? Also von Haus aus haben wir ein Potenzial wie der Buddha, dasselbe Potenzial wie der Buddha. Wir haben all die Qualitäten, Großzügigkeit, all die Sachen, die wir eben aufgezählt haben, die wir wieder üben müssen, damit die Schleier davor sich auflösen, sind schon da. Wir müssen nur wieder in Kontakt kommen damit. Und die Krönung ist natürlich Weisheit. Das ist völlig klar. In Kontakt kommen mit unserer eigenen Weisheit. Der Rest entwickelt sich. Mehr brauchen wir nicht zu wissen. Weisheit ist jenseits von Konzepten und Plänen und Vorstellungen. Ne? Darf ich euch zum Schluss noch ein Gedicht vorlesen von Lama Gendin? Lama Gendin war mein Lehrer. Und er hat ein Gedicht geschrieben. Das bezieht sich auf den Moment der Meditation, das muss man dazu sagen. Weil da kommt eine Stelle, nichts tun, nicht, dass man denkt, man müsse jetzt nie mehr handeln in seinem Leben. Das bezieht sich auf die Haltung in der Meditation. Glück findet sich nicht mit dem Willen oder durch große Anstrengung.
Es ist immer schon da, vollkommen und fertig, im Entspannen und Loslassen. Beunruhige dich nicht. Es gibt nichts zu tun. Alles, was im Geist erscheint, hat keinerlei Bedeutung, weil es keinerlei Wirklichkeit besitzt. Halte an nichts fest. Bewerte nicht. Lass das Spiel von selbst ablaufen, entstehen und vergehen, ohne irgendetwas zu ändern. Alles löst sich auf und beginnt wieder von neuem, unaufhörlich. Allein unser Suchen nach Glück hindert uns daran, es zu sehen. Wie bei einem Regenbogen, den man verfolgt, ohne ihn je zu erreichen. Weil das Glück nicht so existiert und doch immer schon da war und dich jeden Moment begleitet. Glaube nicht, die guten und schlechten Erfahrungen seien wirklich. Sie sind wie Regenbögen. Im Erlangen wollen des nicht zu erfassenden erschöpfst du dich vergeblich. Sobald du dieses Verlangen loslässt, ist Raum da, offen, einladend und wohltuend. Also nutze ihn. Alles ist bereits da für dich. Suche nicht weiter. Gehe nicht im undurchdringlichen Dschungel den Elefanten suchen, der schon ruhig zu Hause ist. Nichts tun, nichts forcieren, nichts wollen und alles geschieht von selbst. Das kann man nicht sofort verstehen, das ist ein Meditationsgedicht, aber es wird trotzdem seine Wirkung haben. Jede Nächstenliebe, Frau Dr. Hölzel, und jedes Interview hat irgendwann ein Ende. Wer jetzt noch nicht genug von Ihnen gehört hat und dieses Thema sehr spannend findet, der kann auch diverse Bücher von Ihnen lesen. Sie haben, glaube ich, unlängst ein neues auf den Markt gebracht. Wie heißt das? Genau, wir haben ein Buch rausgebracht, Achtsamkeit mitten im Leben. Da habe ich mich mit einer ganzen Gruppe von Autoren zusammengetan und wir betrachten so die Frage, wie man Achtsamkeit ins tägliche Leben bringen kann und haben versucht, da die wissenschaftliche Perspektive mit reinzubeziehen, es aber auf der anderen Seite auch sehr anwendungsbezogen zu machen. Warum sollen wir genau das lesen? Wir haben doch so viel, Frau Hölzel, wir haben so viel Stress und so wenig Zeit. Ja. Und jetzt sollen wir dieses was haben wir davon? Ich hoffe es. Sagen Sie es uns. Was ist der Kern? Was können wir dort lernen? Wir haben versucht, es so zu schreiben, dass man lernen kann, wirklich noch aktiver und direkt mitten im Leben die Achtsamkeit zu praktizieren, damit wir hoffentlich nicht so viel Stress haben oder den Stress, den wir im Außen haben, innerlich anders verarbeiten und anders bewerten können und damit die Lebenszufriedenheit steigern und einfach glücklicher und auch bewusster im Kontakt mit dem eigenen Leben sind, wertschätzender. Der Vortrag von Lama Yeshe Sangmo, den wir soeben gehört haben, stammt vom 6. Februar 2015, gehalten für die Dharma-Gruppe Köln. Gestern und heute sprachen wir auch aus wissenschaftlicher Sicht mit Dr. Britta Hölzel, einer Hirn- und Meditationsforscherin aus München, darüber. Und wenn euch das alles jetzt so richtig heiß gemacht hat, und damit meine ich jetzt ausnahmsweise nicht das Wetter, dann schaut doch mal auf unsere Webseite auf dradiowissen.de. Da gibt's jede Menge Zusatzinfos und Links, auch zu Britta Hölzel, mit der ihr noch weitere Übungen machen könnt. Die Radio Wissen. Hörsaal.